Ja, jetzt spielen wir es richtig. Ja, ja. Mein Gott. Ey, was war denn das? Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zur Tornado Stream. Wir spielen heute nochmal World War II. Ich hatte gerade eben schon ein Video gemacht und irgendwie habe ich jetzt so gerade so einen Anfall und sag mir, ey, machen wir einfach weiter nochmal einmal ein Ding. Und zwar jetzt mit der Hügel. Ach, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich ja beim ersten Part gar nicht die Facecam aufgenommen habe. Ist ja total bescheuert. Aber egal, komm, der Hügel. Hören Sie mich, Ende. Jetzt mit Facecam. Da bin ich. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Private. Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Das ist aber so ein Grundsatz, oder? Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Laut. So? Also ein bisschen Sound kann ja sein, wir müssen oder so vielleicht nachkalibrieren, ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht die optimale Config. Ich habe auch meinen ganzen Rechner neu gemacht, weil ich mir neue Hardware zugelegt habe. Deswegen bin ich... Da, ja, ruhig hier. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Okay. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Geht's dir gut? Alles klar. Was hat er denn? Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Ah, sein Knie ist gefickt. Dickköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück. Schnell, sie brauchen uns. Na los. Muni? Wo sind sie? Einfach drauf schießen. Erstmal schießen. Erstmal schießen und dann reden. Es gibt keinen Weg drumherum. Wir müssen auf diesen Hügel rauf. Unten bleiben und vorrücken. Ja, ja. Ja! Oh, den hat's erwischt. Kann ich was werfen? Oh. Kopf hier, Kopfnuss, noch einer. Komm mal. Eine Waffe. Nein. Sauhund. Sauhund, du. Schon wieder vergessen hier, Energie aufzuladen. Einfach hinschmeißen. Ja, ja. Der Hügel ist die Pflicht. Der Hügel ist die Aufgabe jetzt der Stunde. Wir werden euch eurer Eroberungsgewalt entledigen. Ach, das war ja doof, jetzt zu nutzen. Ich habe ja schon viel Energie. In deinem Baum. Oh ja. Bodling. Energie. Ich hab, glaube ich, ein Bajonett an den Dinger. Es leckt irgendwie. Ich kriege jetzt den Berg hoch. Egal. Ich krieg auch den Berg hoch. Sorry, Bruder, ich kann dir jetzt nicht helfen, aber doch, oder? Ja, das wird mir top. Nein! Ich brauche jemanden, ich brauche einen Sanitäter. Ich brauche ganz dringend. Ah, ich habe ein Medipack. Ich habe ja noch eins. Haha! Haha! Ich habe noch eins.
Na. Da bin ich wieder zu ungeduldig gewesen. Ah, zu viele. Ich werde euch mal jetzt schön gediegene Granate reinschmeißen. Ach, eine Rauchgranate. Weg! Oh. Jo, danke. Danke, Bro. MG ausgeschaltet. Nur noch zwei Schützen. Nur noch zwei. Nur noch zwei. Ey, gibt's doch nicht. Wo kommen denn die Sau her? Mann. Nervt. Gibt's doch gar nicht hier. Spawn-Kill gibt's hier nicht, ja? Hier wird nicht Spawn-Kill betrieben. Komm, den Berg nehmen wir noch ein. Jetzt reicht es mir. Ich renne hier einfach rüber. Ich habe die Schnauze voll. Erstmal rette ich hin. Das wird schon wieder. Weil hier ist ja ein Berg. Nein. Mann. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich bin nämlich zu ungeduldig. Ich will da durch, weißt du? Das ist das Ding. Aber den rette ich. Den rette ich. Den rette ich. So. Wo ist denn der hier mit der Muni oder mit dem Medipack? So einen habe ich. M3. Eigentlich brauche ich ein Medikit. Ist egal, ich renne jetzt vor zum Hügel. So kann man die Sache auch künstlich in die Länge ziehen. Den ersten. Oh, jetzt habe ich noch zwei Medikits. Oh, Granate. Und drei Stück auf einmal. Gefundenes Fressen für mich. Und oben einer am Geschütz. Mehrere sogar. Aber bis jetzt ja wirklich hier richtig schießbudenmäßig, also um ehrlich zu sein. Haben wir auch die blödesten Level hier erwischt oder was? Machen wir mal von der anderen Seite. Kommen wir mal von hier ran. Geh mir weg da! An! Können wir hier rauf klettern? Komm, lass uns von hinten die angreifen auf den Hügel. Auf den Hügel. Hügel. Es ist doch nicht zu fassen. Ich krieg die Krise langsam hier. Auf die MG feuern! Rechte Seite! Die Nagel sind
Ja, das ist hier so gerade so typisch Call of Duty, so wieder Schlauchlevel-Design. Du musst dich durch Gegnerhorden durchballern und das, eigentlich finde ich das scheiße langweilig mittlerweile. Ich will lieber sowas Kreatives spielen, aber naja. Und dann sitzt man da und spielt diese, naja, Schlauchlevel-Dinger. Obwohl, natürlich unterhaltsam, weil die Filmsequenzen sind geil. Aufpassen. MG ausgeschaltet. Nur noch zwei Schüsse. Noch zwei. Wo ist denn der Muni, Mann? Mal hier Muni her, Junge. Ja, danke. Da. Da ist er. Ausgeschaltet. So, jetzt stürmen wir den Hügel oder was ist los? Schön dich zu sehen, Kumpel. Ja, geil. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Prost. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Eine Ladung? Was soll ich denn? Ah, erstmal ein Medikit. Ja, ja. Den Kopf runter und los! Wem renne ich denn jetzt hinterher hier? Die oder was? Jetzt, Parker! Okay. Das ist deine Chance! Ich rücke vor! Oh. Oh! Der Feind stürzt unsere Position! Ach so. Okay, brauche Deckung. Ich hole mir die Ladung. Ich hab sie. Ich versuch's. Auch Deckungsfeuer. Ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Baum einfach. Geht das? Nee. Leck mich. Du kriegst jetzt hier das, was du verdienst, Alter. Und? Schön platziert. Ladung platziert zurück! Und Rinder. Keine Gnade. Nimm das hier, verdammt! Ach, ist ja gar keiner drin. Ich dachte, jetzt müssen wir hier ein bisschen Action machen. Oh Mann. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen hart. Das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer! Unsere Männer! Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Okay, den Hügel haben wir jetzt eingenommen, oder? Zerstören Sie die Artillerie. Okay. Scheiße, schwer die Kacke auch noch. Einfach draufhalten. Das ist wahrscheinlich das Beste. Oh, Moment, Leute. Ich hab mich ganz schön hier gerade erwischt. Habe
Ja. Na, komm her um die Ecke, du. Haha. Daniel, ich hab auch einen Granaten, wenn du bereit bist. Daniel, bringen Sie das Termit an! Ja, warte mal. Ich will mir erstmal hier eine bessere Waffe schnappen. Da? Hier. Will ja nicht unvorbereitet sein, wenn wir gleich in den Bach runtergehen. Also, komm. Okay, komm her. Hier laden wir mal die Kacke. Oh, leere Hülse. Köpfe runter! Köpfe runter. Ist im Arsch. Bunker direkt voraus! Da vorne sind noch mehr Kanonen! Was ist eine Rauchgranate! Ja, auf Nahkampf kommt vielleicht hier die Shotgun besser. Ja, hat ihn, glaube ich, geratzt. Nein, noch nicht. Oh, oh, oh. Hab ich dich jetzt? Oh ja. Jetzt wird's heiß. Boah. Weiß nicht, ich muss mich wirklich dran gewöhnen, erst an dieses CLD hier mit diesen, dass man die Medikits selber nehmen muss. Vor allem hier ist jetzt auf Nahdistanz, deswegen nehme ich auch Waffen. Hey. Wo ist der denn, der Flammenwerfer? Ist ja doof. Ah! Ja. Werfe rauf! Was ist er denn jetzt? Schön. Wo ist mein Medikit? Wo ist er? Jemand, der mir Medikits gibt, verdammt! Na, ist da einer? Ach, Scheiße. So, die Schnauze voll hier langsam. Wenn die verarschen, hier rennen. Aber auch ein bisschen bescheuert, aber egal. Einfach mal abfackeln. Granaten und Rauch, wann immer du sie brauchst. Ist doch jetzt hinüber, oder? Oh, dafür, dass es hier gebrannt hat, sieht es aber noch gut aus. Okay, was haben wir hier? Sesam, öffne dich. Die Krautfresser. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Bescheuert, Krautfresser. Ja, wie oft ich da umgehe, das gibt's gar nicht. Ja, das hat alles damit zu tun, dass ich einfach unnötig bin. Eigentlich will ich hier nur durch. Und irgendwie. Na, ich renne jetzt hier durch. Ach, 25 Meter noch. Ey, guck mal, wie krass einfach das war. Daneben gerannt. Wie ich hier durchrenne. Oh Mann, Alter, ist das bescheuert. Na komm, wir reisen uns zusammen. Ich zieh schon ins Lächerliche. Geht schon ins Lächerliche rein. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen.
Oh, ist hier warm. Wie warm ist es denn nicht? Mal kurz gucken. Geht noch. Verbrennt. Ja, jetzt spielen wir es richtig. Ja, ja. Mein Gott. Ey, was war denn das? Scheiß Granate. Na, warte, jetzt fällt der um da oder nicht? Lass sie brennen, lass sie brennen! Wir laufen hier lang. Oh. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie systematisch durchkämpfen. Nee, 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 nicht so. Das war nämlich vorher immer so bei Call of Duty, dass du dich automatisch regeneriert hast. Das ist jetzt hier nicht mehr. Jetzt muss man wirklich drauf achten. Oh! Da wirklich darauf achten, dass man wirklich auch das Medikit rechtzeitig nimmt, so wie bei anderen Spielen. Man merkt so, in was für ein Schema man da so reinkommt. So, man weiß, ah, Call of Duty, da kann man so spielen und andere Spiele halt, da weiß man so, aha, ich brauche Medikit und hier ist man so chronisch krank oder ich viel mehr. Ah, oh, Tagi, ja, schön. Ach, jetzt machen wir auch kaputt das Ding hier. Ladung platziert! Haben wir jetzt wieder so einen Tank da? Wir haben noch Termin! Es muss reichen! Wirst du nicht sehen, das Feuer auf uns! Daniel, sie platziert hinten das Termin! Na los! Guck mal, wie Kanonenfutter. Fällst du, fliegst du wie fliegen. Ach so, okay, wir gehen mal jetzt da rein. Wir gehen da jetzt mal rein. Der Panzer ist noch aktiv. Ich hab eine Idee. Abgeschlitzt. Doch nicht. Wo sind die denn überall? Das ist doch Wahnsinn. Die lauern ja überall. So, komm. Jetzt gib ihnen den Rest um. Oh, endlich. Nein, jetzt dann nicht rückwärts rollen, du Scheißding. Boah.
Okay. Oh, scheiße. Der hat gesessen. Was bist denn du für ein Clown? Verfluchten Schweine. Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen sie hier auf unserem Kontinent? Nein, 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 nein. Amerikanische. Scheiße. Hasta la vista, Baby. Hörne! Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab es nicht. Lass sie mich zurück. Ich hab sie. Los. Wir schaffen es nicht. Hä? Die Inter. Ziehen und laden gleichzeitig, das will ich sehen. Das wirkt schon jetzt irgendwie schon fast realistisch, wa? So von der Auflösung und der Grafik. Aber das ist gescriptet, das ist jetzt gerade eine Videoanimation. Die Jungs wegbringen. Nein, wir schaffen das. Ja, sie müssen weg hier. Nein, wir lassen sie nicht zurück. Ich nicht auf, ich wehre sie ab. Wir müssen gehen. Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Rückzug! Sanchen! Los! Na los! Ich sag Rückzug! Das war ein Befehl, Junge! Geh! Nein! Böse. Böse, böse, Leute. So, was los jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Nachdem wir hier eine Krise gekriegt haben. Sir, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Okay, Sir. Sir, jawohl, Sir. Erhalten. Turner gab uns Deckung und ist dabei drauf. Unsere Männer. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. So, was haben wir jetzt als nächstes? Ich denke mal jetzt, okay, der Hügel, also was wir jetzt als nächstes? Adenhof-Offensive, okay, SK. Egal, so. Yo, jetzt habe ich noch das war der zweite Part, den ich hinterher geknüppelt habe. Ganz ehrlich, hat mich gerade ein bisschen bei der Schlacht mit dem Panzer geruppt, muss ich sagen. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Dennoch muss ich aber sagen, ey, macht eigentlich Spaß, obwohl manchmal ein bisschen schießbudenlastig ist, aber das ist so typisch Call of Duty, damit muss man leben. Aber dennoch, yo, hatte ich Fetz und Fun und hab mich aufgeregt und alles super und gut und naja. An der Stelle sage ich dann mal wieder, macht's gut, euer Tornado, ciao.